Herzlich willkommen zu diesem Gottimpuls-Gottesdienst am Sonntag nach Pfingsten. Und ich will ganz zu Anfang den begrüßen, der unsichtbar in diesem Raum ist, nämlich der dreieinige Gott selbst. Und ich will ein Gebet sprechen. Vater und Sohn und Heiliger Geist, wir feiern diesen Gottesdienst in deinem Namen. Danke, Jesus, dass du den Heiligen Geist geschickt hast. Und wir bitten dich, leite uns in diesem Gottimpuls. Gib uns deine Kraft und wir wollen dich loben und dich preisen. Amen. Ja, es gibt noch jemanden, der unsichtbar zu begrüßen ist. Der sitzt allerdings im Studio. Das ist der Mike Langer, der die Aufnahmen macht. Und ihm ganz herzlichen Dank, dass das möglich ist. Und dann haben wir die Daniela Porzig, die uns an der Blockflöte etwas hören lässt. Vielen Dank dafür. Und der Manfred Köhler begleitet sie am Keyboard. Und mein Name ist Ulrich Grabowski. Wie gesagt, Pfingsten liegt hinter uns und ich möchte uns anhand von zwei Bildern nochmal beschreiben, was eigentlich Pfingsten ist. Nämlich das Bild vom Wind und das Bild vom Feuer. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Du bist vielleicht eine Pfeife. Ich habe das schon mal gehört früher bei mir. Das ist eine Orgelpfeife, die hat mir ein Orgelbauer geschenkt. Aber im Moment ist es eine stumme Pfeife, da kommt nichts raus. Und wenn das bei Menschen auch so ist, wenn da keine Leistung kommt und nicht, dann sagt man manchmal, du bist vielleicht eine Pfeife. Darauf soll es heute Antwort geben, wenn sich der ein oder andere so fühlt. Oder vielleicht sagt auch jemand, ich fühle mich wie ausgebrannt, wie der Docht hier, der Kerzendocht. Oder ich bin nur noch ein glimmender Docht. Auf darauf soll es dann gleich eine Antwort geben. Vorher aber singen wir gemeinsam ein Lied, ein Pfingstlied. O komm, du Geist der Wahrheit. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Vertreibe Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreue den Herrn erkennen kann. O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser Schlafen und glaubensamen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Unglaub und Torheit brüsten sich fächer jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Gaben aus der Höhe. Du musst uns selbst verleihen, Geduld und Glaubenstreu, und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Es gilt ein Freigeständnis in dieser unserer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit. Trotz aller Feinde toben, trotz allem Heidentum, zu preisen und zu loben das Evangelium. Du heiliger Geist,
Geist bereite ein Pfingstfest nah uns fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. Herr, öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Pfingsten, ja, was hat denn das für eine Bedeutung? Heiliger Geist, was ist denn das? Darauf soll es heute eine Antwort geben. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und in der Bibel finden wir ja den Bericht zu Pfingsten. Und da heißt es, die Jünger waren versammelt an einem Ort. Jesus war gekreuzigt worden und die Jünger waren irgendwie enttäuscht und entmutigt. Und dann hatten sie aber den auferstandenen Jesus gesehen. Aber er hatte ihnen gesagt, ich gehe wieder in die unsichtbare Welt Gottes zurück. Und da waren sie traurig gewesen. Und da hat er gesagt, seid nicht traurig, ich schicke ein Tröster, ich schicke den Heiligen Geist zu euch zurück und dann werde ich immer bei euch sein. Und jetzt wird hier berichtet in der Apostelgeschichte, die Jünger sind also versammelt und da heißt es, und es geschah aus dem Himmel, also aus der unsichtbaren Welt Gottes, ein Geräusch. Da steht eigentlich, wenn man das vom Griechischen die Wörter zusammennimmt, wie man das Wort übersetzen kann, es geschah ein seufzendes Echogeräusch. Und dann erfüllte das den ganzen Raum. Es wird noch beschrieben, es war wie ein forttragender, starker Wind und erfüllte den ganzen Raum, in dem sie saßen. Und das finde ich sehr interessant, dieser erste Punkt, der Heilige Geist ist wie Wind, also bewegte Luft. Das hebräische Wort, wo das Alte Testament der Bibel geschrieben wurde, also in der Sprache Hebräisch, heißt das Wort für Geist Ruach, ein schöner Lautname, und bedeutet eigentlich im Ursprung bewegte Luft. Im Griechischen ist das Pneuma, wir kennen das. Zum Beispiel eine Orgel funktioniert pneumatisch oder auch so eine Blockflöte, wie wir sie gerade gehört haben, überall da, was mit Wind zu tun hat. Jetzt weht also dieser gewaltige Wind. Und das Kennzeichen des Windes ist ja, man sieht ihn nicht. Also wenn ich jetzt puste, ich weiß nicht, ob Sie was gesehen haben. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich lauter puste, hört man es. Oder wenn da etwas ist, meinetwegen ein Papier, dann sieht man eine Auswirkung. Und das finde ich das Interessante. Also der Heilige Geist ist nicht sichtbar. Ich sehe ihn nicht. Alle Christen sehen ihn nicht. Aber die Auswirkungen, die können wir spüren. Und er hat vor allen Dingen Auswirkungen auf unsere Zungen. Ich habe hier mal eine Zunge gebastelt aus Papier und demonstriere mal, was passiert, wenn man da Luft reinpustet. Also das klingt jetzt nicht besonders schön, aber diese Zunge fängt an zu schwingen. Übrigens gibt es in Orgeln auch solche Register, die haben Zungen drin. Und gerade hier in Altenburg in der Schlosskirche, in der Trostorgel gibt es ein Register, das ist ein 32 Fuß Bass, da ist so eine Zunge drin, die schwingt so langsam, dass sie 16 Schwingungen pro Sekunde hat, also ein richtig tiefer Ton erzeugt. Darum geht es aber, dass wo der Geist weht, kann man Auswirkungen spüren und zwar vor allen Dingen hörbar. Ich habe hier nochmal meine stumme Pfeife. Ich hatte zu Anfang gesagt, du bist vielleicht eine Pfeife. Bei mir war das so. Früher als Kind war ich sehr, sehr, sehr schüchtern. Bei mir kam kein Ton raus. Wenn mich jemand nur angeguckt hat, wurde ich schon knallrot. Und ich konnte auch von Gott nicht reden, als ich ihn kennengelernt habe. Ich hatte einfach Angst und ich war schüchtern. Ich war wie so eine stumme Pfeife und habe gedacht, bin ich vielleicht auch vor Gott, weil ich so wenig Leistung bringe. Vielleicht denken Sie das manchmal auch. Jetzt kommt das Entscheidende, wenn der Wind des Geistes weht, wenn also Wind kommt, fängt diese Prinzipalpfeife an zu schwingen. Es kommt ein wunderschöner Ton raus. Sowas habe ich auch bei mir selbst erlebt.
Hätte mir damals als Kind jemand gesagt, Ulrich, du wirst mal Pastor und du wirst mal vor einer Kamera stehen wie jetzt, da hätte ich gesagt, niemals, niemals, das geht überhaupt nicht. Ich sterbe vorher. Es hat eine Veränderung stattgefunden, nicht sichtbar wie die Luft, aber ich habe es an mir gemerkt. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, hat mir Kraft gegeben, er hat mich verändert, sodass ich jetzt reden kann. Und es heißt auch von den Jüngern, was haben sie denn geredet? Sie sprachen über die großen Taten Gottes. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte auch die großen Taten Gottes verkündigen. Es gibt aber noch ein Problem und über das muss ich auch noch reden. Also ich spiele ja auch selbst Orgel und eine Orgel, da hat man die Tastatur und unter der Pfeife ist ein Ventil. Das demonstriere ich jetzt mal auch wieder mit dieser Zunge. Und das Ventil trennt die Pfeife von dem Luftstrom. Also wenn ich jetzt hier puste, kommt nichts. Erst wenn die Taste gedrückt wird, öffnet sich das Ventil und dann ist der Ton da. So geht das bei einer Orgel. Und das Interessante ist, es kann also etwas im Weg sein. Was kann denn da im Weg sein? Vielleicht sagt jemand, ich erlebe den Heiligen Geist gar nicht. Also ich habe dieses Erlebnis nicht, wie du gerade erzählt hast. Dann sagt die Bibel, es kann daran liegen, dass da was im Weg ist. Nachdem Petrus eine feurige Rede gehalten hat. Übrigens, Petrus war auch so eine, du bist vielleicht eine Pfeife, hätte man ihm sagen können. Er hat nämlich vorher getönt, Jesus, ich stehe zu dir, ich werde dich niemals verraten, wenn alle dich verlassen. Und als er im Wachthof saß, und die Leute haben ihn angesprochen, Jesus war verhaftet, da wurde er gefragt, Jesus, Petrus, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und Petrus sagte, nein, 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 nein. Er war stumm. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet. Und nachdem der Heilige Geist gekommen ist, dieser Wind, heißt es von Petrus, er fing an zu predigen. Er hat eine lange Predigt gehalten und hat den Leuten erklärt, was es mit Jesus auf sich hat. Und dass der Heilige Geist jetzt da ist und hat die großen Taten Gottes verkündet. Und so kann das übrigens auch sein, wenn wir vielleicht vorher alle stumme Pfeifen waren. In einer Orgel stehen viele stumme Pfeifen, manchmal vorne im Prospekt. Die sind zwar sehr schön silberglänzend, geben aber kaum einen Ton ab. Aber wenn Gott mit dem Heiligen Geist auf unserer Tastatur spielt, als Kirchengemeinde oder Gemeinde, dann können wir einzelnen Pfeifen wunderschön klingen, zusammenklingen. Dann gibt es ein Orgelkonzert zur Ehre Gottes, das wunderbar ist. Und dafür möchte ich Gott die Ehre geben, dass das möglich ist. Aber jetzt hat also Petrus die lange Predigt gehalten und die Leute sind jetzt ganz bewegt in ihrem Herzen. Das macht übrigens auch der Heilige Geist, dass er uns anregt, dass wir erregt werden. Und wenn ich jetzt predige, dann ist mein Gebet, dass der Heilige Geist das in ihr Herz übersetzt. Und die Leute sind betroffen und sind bewegt in ihren Herzen und sagen, was sollen wir denn tun? Und da sagt Petrus, kehrt um und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi hin zur Vergebung oder zum Erlass eurer Verfehlungen. Mit anderen Worten, was im Weg sein kann, nennt die Bibel Verfehlung oder Sünde. Das merke ich auch in meinem Leben. Wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gefallen oder wenn ich Gott nicht wirken lasse in meinem Leben, dann ist das so, als wäre da was zwischen. Und erst, wenn ich zu Jesus gehe und sage, Jesus, bitte vergib mir, du bist am Kreuz für meine Sünde gestorben, nimm die Verfehlung bitte weg, dann steht in der Bibel, dass er das wirklich tut. Und dann ist der Weg frei. Dann kann wieder Kraft fließen und ich erfahre Kraft durch den Heiligen Geist. Und ich denke, das kann jeder erleben. Wichtig ist, dafür offen zu sein. Es heißt nämlich hier in der Bibel, und die Jünger wurden erfüllt. Also der Wind muss wehen und es muss auch eine Erfüllung da sein. So, das war mein erster Punkt zu der Frage, du bist vielleicht eine Pfeife. Der Heilige Geist kann dir Kraft geben, wenn er in dir weht. Bekommst du Freude und du kannst zur Ehre Gottes seine großen Taten erzählen. Ich habe dazu ein Lied geschrieben. Wer genau aufpasst, wird gleich die Melodie wiedererkennen von dem ersten Lied, das wir gesungen haben. Und es ist ein Lied, das man im Refrain auch mitsingen kann. Wer mitsingen will, kann es gerne mitsingen. Der Refrain ist leicht gehalten. Und ich werde jetzt dieses Lied uns spielen. Ja, und bei diesem
Lied, das hat einen ganz einfachen Refrain und da kann man, wenn man will, mitsingen. Ich singe das erstmal vor, wie der Refrain geht. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. Vielleicht versucht, wer will, mal mitzusingen. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. Ich bin vielleicht eine Pfeife, die so oft stumm bleibt. Doch gleich der Geist bewegter Luft, die mich antreibt. Der Geist von Gott weht wie ein Wind vom Himmel her. Ich seh ihn nicht, spür Auswirkungen umso mehr. Denn sein Geist stürmt gewaltig wie ein starker Wind, der meine Zunge wunderbar zum Schwingen bringt. So ein Sprachwunder wird durch Gottes Geist geschehen. Was ich von Gottes Tat sag, kann zu Herzen gehen. Ich öffne mich, der Geist füllt mich als sein Haus aus. Herr Jesus, nimm Schuld, die den Geiststrom blockt, heraus. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. Ja, das war also der Heilige Geist ist wie Wind. Aber der Heilige Geist ist auch wie Feuer. Wir lesen nämlich weiter in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Und es erschienen den Jüngern, es wurden sichtbar gemacht, Zungen. Das Wort Zunge, Glossa im Griechischen, hat auch die Bedeutung von Sprache oder auch von Flamme. Es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, heißt es da, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Das ist also das Zweite. Jetzt geht es darum, dass wir vielleicht sagen, wir fühlen uns wie so ein glimmender Docht. Und da heißt es, der Heilige Geist kommt oder wird sichtbar in Form einer Flamme. Ich will das jetzt hier auch mal machen. Hier haben wir also diese Flamme. Und das Interessante ist, es heißt noch in dem Text, diese Flamme teilte sich durch und setzte sich auf einen jeden von ihnen. Also auf den ersten Jünger und auf den zweiten Jünger und auf den dritten. Ich habe jetzt mal nur drei dargestellt. So, genau. Feuer. Was bedeutet Feuer? Ich meine, man könnte viel dazu sagen. Mir ist eins dazu aufgefallen. Erstens, jetzt sind wir bei Corona. Feuer ist ansteckend. Allerdings nicht so negativ wie bei diesem Virus, Coronavirus, sondern es steckt an zu etwas Gutem, nämlich zu einem Brennen. Brennen, begeistert sein, brennen für Jesus, könnte man auch sagen. Und das ist die nächste Wirkung, die ich bei mir auch gespürt habe. Obwohl ich den Heiligen Geist nicht sehe, merke ich, der Heilige Geist ist wie Feuer. Wenn er sich sozusagen auf mich setzt, dann kann ich anfangen zu brennen für Jesus. Allerdings muss ich auch der Ehrlichkeit halber sagen, manchmal fühle ich mich eher nicht so brennend. Oder sogar, und das ist das Problem, ausgebrannt. Englisch heißt das to burn out. Kennen Sie einen Burnout? Ich kenne es aus meinem Leben. Ich hatte mal einen Burnout. Da war ich total ausgebrannt, hatte keine Kraft mehr, zu nichts mehr. Und in der Bibel steht jetzt, dass der Heilige Geist wie Feuer ist, der Kraft geben kann, zu brennen, ohne auszubrennen. Das heißt, alle die Dinge nicht zu tun, die Gott sowieso nicht will, weil die mich nur Kraft kosten und nichts bringen, sondern stattdessen für Jesus zu brennen, für Gott begeistert zu sein und nur das zu tun, was er will.
Das wünsche ich mir in meinem Leben und das wünsche ich Ihnen auch. Und darum darf man bitten. Auch da gibt es ein Problem. Und das will ich uns auch noch deutlich machen. Und zwar, ja, hier brennt jetzt diese Flamme. Gott sagt, ich schicke den Heiligen Geist und er soll euch Kraft geben, dass ihr die Dinge tun könnt, die ihr selbst aus eigener Kraft nicht schafft. Denn Christsein heißt übernatürliches Leben. Kraft zu empfangen vom Heiligen Geist. Ich kenne aus meinem Leben folgendes Problem. Ich denke, ich bin doch auch ganz gut. Ich habe doch genug Kraft. Das schaffe ich auch selbst. Wir sagen manchmal im Deutschen, sagen wir, der hat vielleicht Wind gemacht, ne? Oder so ähnlich. Der macht Wind. Und wenn ich aus eigener Kraft, aus meiner Kraft, wenn ich sage, ich schaffe das hier auch, Wind mache, lösche ich den Geist aus. Das kann man tatsächlich in der Bibel lesen. Im ersten Brief, den Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt, in Griechenland, da sagt er, lösch den Geist nicht aus. Luther übersetzt, dämpf den Geist nicht. Aber eigentlich steht da, lösch den Geist nicht aus. Wenn ich also selbst der Starke sein will, wenn ich Christsein aus eigener Kraft lebe und sage, ich streng mich jetzt an, dass ich ein bisschen lieber bin, dass ich mehr lieben kann, dass ich Gutes tun kann, dann bilde ich mir ja immer noch ein, ich bin doch ganz gut. Und dann lösche ich den Geist aus. Das möchte Jesus nicht. Sondern er möchte, dass ich demütig bin und sage, ich habe nicht die Kraft. Und ich sage auch, dass ich heute predigen kann, ist nicht mein Verdienst. Es ist ein reines Geschenk, durch den Heiligen Geist einfach mir gegeben worden. Und das ist wichtig. Und ich sage nicht, ich bin ja so stark und so gut, sondern ich sage, Herr, ich brauche dich. Und wenn ich dich nicht habe, dann fehlt mir alles. Mit anderen Worten, wir müssen aufpassen, dass wir Christsein nicht aus eigener Kraft leben, sondern dass wir den Heiligen Geist wie ein Feuer brennen lassen, dass es in uns brennt, dass wir für Jesus brennen, dass wir begeistert sind. Ja, und auch dazu, zu diesem Punkt, der Heilige Geist ist wie Feuer, habe ich eine zweite Strophe in meinem Lied. Da geht es jetzt genau um dieses Feuer, was ich gerade gesagt habe. Und ich lade wieder ein, wer mitsingen will, diesen Refrain, der ist ja einfach, der kann gerne mitsingen. Noch eine Erklärung. Das Lied, der Refrain beginnt mit La La La. Da denken manche vielleicht, was soll denn das? Das hat etwas zu tun mit dem Bericht in der Bibel. Es heißt nämlich, und die Jünger wurden alle erfüllt mit Heiligen Geist und fingen an, oder man kann auch übersetzen, sie wurden zuerst erregt, also ihre Zunge wurde erregt, angestoßen, wörtlich zu lallen. Lallo steht da im Griechischen, das ist eigentlich das Wort für reden. Aber das kommt aus dieser Bedeutung von lalala. Also der Geist gibt Worte ein, die wir sagen können. Und das hoffe ich, dass das der Geist auch jetzt im Moment bei mir tut. Übrigens, es gibt auch diese Sprachenrede, das Zungengebet unter Christen, dass der Heilige Geist eine Gabe schenkt. Dass man reden kann in einer Sprache, die man selbst gar nicht versteht, zur Ehre Gottes. Deshalb heißt das in dem Refrain des Liedes La 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 La, der Geist ist jetzt da. Und da will ich jetzt die zweite Strophe singen. Ja, so, ich lade wieder ein, den Refrain mitzusingen. La 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 La, der Geist ist jetzt da. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. Ich bin vielleicht ein Kerzendocht, der nur noch glimmt. Doch flamm ich auf, wenn Geist die Führung übernimmt. Der Geist von Gott scheint wie ein Feuer in der Nacht. Er hat Begeisterung für Jesus mir gebracht. Die Flammenzunge teilt sich und steckt meine an, dass meine Zunge feurig von Gott reden kann. Nicht mein Geist lässt mich lallen, sondern Gottes Kraft. Ich brenn und brenn nicht aus, weil Gott das in mir schafft. Ich lösch das Feuer, züngel nicht durch eigenen Wind. Nur der, den Gottes Geist treibt und stärkt, ist sein Kind. La 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 la, der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. La 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 la,
der Geist ist jetzt da. La 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 la, Halleluja. Ja, also der Geist ist wie Feuer, der uns ansteckt, dass wir für Jesus brennen. Und der Geist, das hatten wir am Anfang, ist wie Wind, der uns zum Klingen bringen will. Und ich möchte jetzt gerne ein Gebet sprechen und auch Fürbitte halten. Gott Vater und Gott Sohn Jesus und Gott Heiliger Geist, danke, dass wir mit dir reden dürfen. Jesus, danke, dass du gesagt hast, ich lasse euch nicht allein, sondern ich komme zu euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Und wir wollen offen sein für dich, Heiliger Geist, dass du durch uns wehen kannst, dass du unsere Zunge zum Schwingen bringst für dich, dass wir dich loben und preisen. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, setz uns in Brand, mach uns begeistert und bewahre uns davor, dass wir ausbrennen, wenn wir brennen. Wir bitten dich für all die, die in dieser Corona-Zeit besonders betroffen sind, wo die Betriebe Pleite machen. Wir bitten dich für die, die in den Krankenhäusern viel zu tun haben, in den Pflegeheimen, als Lehrer und die sonst jetzt sehr gefordert sind, die Familien, die Mütter, die Väter. Herr, gib, dass sie die Kraft bei dir und deinem Heiligen Geist suchen. Wir bitten dich, bewahre uns davor, aus eigener Kraft zu leben. Wir beten dich an, den dreieinigen Gott. Amen. Wir wollen noch ein gemeinsames Lied singen. Übrigens, die Melodie findet man bei einem Altenburger Komponisten, der den Namen Witt trägt. Und dieses Lied heißt Schmückt das Fest mit Maien. Das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen, machet ihm die Bahn. Nehmet ein, so wird sein Schein euch mit seinen Lehrer füllen, uns den Kummer stillen. Tröster der Betrübten, Siegel der Geliebten, Geist der Rat und Tat, starker Gottes Finger, Frieden zu Licht auf unserem Pfad. Gib uns Kraft und Lebenssaft, lass uns deine teuren Gaben zu Genüge haben. Gib zu allen Dingen Wollen und Vollbringen, Kraft zu beten und vor Gott zu treten, sprich du selbst uns vor. Gib uns Mut zu höchstes Gut, tröste uns halt einmal oben bei der Feinde. Ja, ich erinnere noch einmal, diese zwei Dinge vielleicht mitnehmen. Der Heilige Geist ist wie Wind. Nicht sichtbar, aber seine Auswirkungen kann man spüren. Wenn der Wind durch eine Pfeife weht, entsteht Ton. Und dran denken, es könnte etwas im Weg sein, das nennt die Bibel Sünde. Dass wir jeden Tag zu Jesus gehen und ihn um Vergebung unserer Sünde bitten, damit der Weg wieder frei wird. Der Heilige Geist ist außerdem wie Feuer.
Das heißt, er ist gewaltig und mächtig. Er will uns in Brand stecken. Und er will, dass wir brennen für Gott, ohne auszubrennen. Ja, der heutige Sonntag heißt Trinitatis. Jetzt haben wir den Bogen geschlagen vom Pfingstfest zu dem dreieinigen Gott. Und so möchte ich uns den Segen Gottes zusprechen, also dass er uns Gutes tut, dass er Gutes über uns sagen kann durch seinen Sohn Jesus Christus. Und diese Segensformel, die ich jetzt spreche, bezieht sich ja auch auf den dreieinigen Gott. Ich spreche jetzt den Segen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen.